aanvragen aan een stuk van mijn zoon of zijn van mij. Still pingin', my dudes, to the blues. John Lawton ist bekannt geworden als Sänger von Uriah Heep, hat mit den Les Humphrey Singers gesungen, in vielen anderen Bands, hat auch Soloplatten gemacht und ist jetzt vor allem solo aktiv. John, man hat dich in Deutschland aber relativ wenig erlebt auf den Bühnen. Warum hast du da kürzer getreten? Oh, eine gute Frage. Hauptsächlich, meine Arbeit im Moment ist hauptsächlich in Bulgarien. Und in Spanien. Ich mache da in Bulgarien eine Reihe von Reisefilmen vom bulgarischen Fernsehen. Und es hat den letzten zwei Jahre fast, bin ich da mehr in Bulgarien als irgendwo anders, auch zu England, auch in Spanien, auch hier in Deutschland. Kommt ab und zu mal in Gelegenheit, ein Konzert hier zu machen, also mitzumachen, und dann nehme ich das gerne an. Aber das Zeit muss man finden. Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, dieses Konzert hier ist zu richtigen Zeitpunkt angekommen. Ich war kurz vor Weihnachten, ist ja toll. Du spielst heute Abend mit einer Band, mit der du noch nie gespielt hast. Final Step, singst einige deiner größten Erfolge. Ist wahrscheinlich eine eher ungewohnte Situation für dich. Nein, ich habe jetzt seit 5, 6 Jahren keine eigenen Band gehabt. Und ich bin... Auch in Bulgarien ist es gleiche Situation. Ich arbeite da mit Musikern, die ich noch nie zuvor gearbeitet habe, und die kennen alle den ganzen Titel, und hier auch die Jungs, die haben die alles geübt und geprobt, und es klappt wunderbar. Musiker sind weltweit, international, es ist kein Problem. Man geht auf die Bühne, ein bisschen Feintuning sozusagen, und dann klappt es. Warum nicht? Musik ist Musik. Es war hier auch schon ganz lustig in der Garderobe hinter den Kulissen. Ist das so mal eine Gelegenheit, andere Leute auch kennenzulernen, andere Musiker? Ich nehme den Gelegenheit gerne an. Ich meine, Musiker sind eben eine Familie. Ob man eine große Musiker ist oder spielt man spielt in Wochenendband sozusagen, man ist eben Musiker. Und man trifft andere Musiker, man kann alles lernen, und Humor ist immer dabei. Ich bin ja nicht der Einzige, der einfach in seine Garderobe abschließt und einfach geht auf die Bühne, singt und dann kommt wieder weg und schließt sich wieder ein. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich bin gern dabei, und man muss in der Atmosphäre von den ganzen Konzerten mitkriegen. Dann ist man besser drauf, glaube ich. Du sprichst perfekt Deutsch. Woher kommt das? Ist das für einen Engländer eher ungewöhnlich? Ich habe zweimal im Top Ten Club in Hamburg gespielt, in 68 und 69. Und 68 hab ich meine jetzige Frau kennengelernt. Wir waren damals nicht verheiratet. Am 69 kam ich wieder zurück, und meine Frau, wir sind dann zusammengekommen, und ich hatte in den ersten paar Monaten nichts zu tun, sozusagen musikalisch, und ich habe Fernsehen geguckt und versucht zu übersetzen, was die sagen auf Deutsch, wie das klappt ist, und dann natürlich mit meiner Frau dann auch Deutsch gelernt und dann einkaufen gegangen, man muss es denn. Und ich bin der Meinung, dass wenn man junge ist, und ich war ziemlich jung damals, dass man eigene Sprache, andere Sprache schneller lernt. So wie zum Beispiel wie Kinder heutzutage. Kinder lernen andere Sprache sehr schnell. Jetzt bin ich in den 60er Jahren, ist es eben ein bisschen schwerer, eine neue Sprache zu lernen.
Ah, da, hier kommt das. Und ich spreche, wir sprechen auch Deutsch zu Hause. Englisch nennt man das. So eine Art Englisch und Deutsch. Wenn ich nichts mehr weiß in Englisch, dann sprechen wir in Deutsch. Du hast eine spezielle Verbindung zu Deutschland. Du hast Hamburg angesprochen, hast ja auch einige Jahre in Hamburg gelebt, hast mit deutschen Bands gearbeitet, gesungen. Les Humphreys gehört dazu. Du warst bei Lucifer's Friend, eine deutsche Band. Du hast auch mal eine Platte mit Zar gemacht aus dem Schwäbischen. Woher kommt diese Affinität? War das damals eben aus der Zeit, Ende der 60er Jahre, Kontakte oder wie hat sich das ergeben? Die erste Platte, die ich gemacht habe in Deutschland, war Asterix. Damals, das war die allererste mit Tony Kavanagh. Aber die Musiker waren die Jungs von Lucifer's Friend. Bloß es hieß dann damals Asterix. Und dann sind sie zu mir gekommen, die wollten eine englische Sänger haben. Und das haben wir dann gemacht, die allererste Lucifer's Friend-Platte. Das war Anfang 70. Und dann kurz danach klingelte Les Humphreys und ich habe gehört, da ist noch eine englische Sänger in Hamburg. Willst du bei uns mal sehen, ob es klappt oder nicht? Dann bin ich bei Les Humphreys eingestiegen und war 6 Jahre bei denen. Aber mittendrin immer so ab und zu mal mit Lucifer's Friend eine neue Platte gemacht. Und dann kurz danach kam der Kontakt zu Uriah Heep. Dann bin ich bei Uriah Heep eingestiegen. Und dann kurz danach hatte ich einen Anruf gekriegt aus Stuttgart hier von den Jungs vom Saar, ob ich die allererste LP von denen produzieren würde. Und habe ich gesagt, ja, okay, ich komme dahin und wir produzieren das. Als ich ins Studio kam und habe angefangen, ich habe gefunden, dass der Sänger das nicht bringen könnte, wie sie das haben wollten. Und da habe ich blöderweise zu der Zeitpunkt gesagt, okay, dann singe ich das. Als Demo, dann hat er einen Anhaltspunkt, wie er das machen sollte. Da habe ich das gesungen und dann haben die Jungs entschieden, dass mein Gesang drauf bleiben sollte auf der Platte und nicht der Sänger, weil das mir sehr leid tat. Und da hier kommt das Kontakt. Damals war es kein E-Mail oder so, kein Kontakt mit Computer, es war alles telefonisch oder so. Heutzutage ist es ganz schnell E-Mail oder einen kurzen Anruf. Hast du Zeit? Kannst du dieses Jahr und das und dann? Und so ist diese heute Abend entstanden für diese Good Times Party. Durch eine E-Mail.